Audrey from California, and she's from the University of California, Santa Barbara. Okay, das ist unsere Sprecherin. Sie kommt aus der University of California, Universität von Kalifornien, in Santa Barbara. Und it is about automated sie wird uns discovery of vulnerabilities automatische in the Android bootloader. Schwachstellenerkennung im Android Bootloader erzählen. Ist jetzt nicht gerade mein Steckenpferd, aber so, lass uns hören, was kommt. Here we go. Los geht's. Please, let's have a big hand for bitte begrüßt mit mir alle zusammen Audrey Dutcher. Good evening, everybody. Guten Abend, hallo alle zusammen. Today we're talking about so, wir sprechen also über Android. As a brief aside, I didn't actually work on this work. I just sat across from the people who worked on this work. Nicht daran gearbeitet. Ich saß nur gegenüber von den Leuten, die daran gearbeitet haben. Und ich war der Einzige, der nach Deutschland kommen konnte. Ich habe also irgendwie Zuarbeit gearbeitet, aber das ist zwar mein Thema, aber es ist nicht mein Projekt. Nur als kleinen Disclaimer. Vielen Dank. Today okay. We're talking about Android bootloaders. Android bootloaders ist also das, worüber wir uns heute phones unterhalten. Phones are complicated. Sehr kompliziert. Processes are complicated and trying to get at the bottom of these very difficult subject. If you've ever done any homebrew kernel dev or homebrew retro gaming, you know that interacting with hardware is really complicated, and trying to do this in a phone, a system connected to a touchscreen and modem and lots of complicated money-sensitive things, really not. It's really complicated. Wird es noch komplizierter. But every single one of you has, probably has a phone in your pocket, and all of these are immensely valuable targets for attacks, so we want to be able to wertvolle Ziele für Angriffe detect bugs in them automatically. Auf jeden Fall Fehler darin erkennen. Das ist so, the bootloader in a device, it's the job of, we've powered on, we need to get everything initialized. So we initialize the device and the peripherals, and then the final gasp of breath of the bootloader is to take the kernel and execute it. And the kernel obviously needs to be loaded from storage somewhere. Kernel muss natürlich irgendwie aus dem Speicher geladen werden. For Android specifically, this is what we worked on, most Android devices are ARMs. There's no particular standard for what an ARM bootloader should look like. The ARM people do give you some guidelines. There's an open source implementation of what a secure bootloader should look like. Eine Linie, wie das so there aussehen are könnte, aber several es gibt bootloaders on ARM. We'll es gibt mehrere Bootloaders auf but der ARM-Technologie. It's a complicated affair that needs to preserve several security properties along the way. Wir müssen viele verschiedene Security-Eigenschaften unterwegs and above all, the whole goal of this process is to make sure that things are secure and make sure that these data is protected. Sicherstellen, dass unsere Daten geschützt sind und alles sicher ist. Like we said, okay, phones also in your pockets are valuable targets. Die Telefone in euren Taschen sind sehr wertvolle Ziele. Wenn man sie angreift, wenn man den Bootloader angreifen kann, on the device, which is even more powerful than just getting root on it. Dann if an attacker were to compromise your phone, they could break your device or but additionally, you might want to circumvent the security properties of your phone's bootloader in order to customize it, rooting, jailbreaking, unlocking is the keyword in this situation. Wenn das Customizing ist, machen wir vielleicht heute sogar freiwillig mit unserem Telefon. The Android bootloader establishes a cryptographic integrity over basically what's happening at all times. So on your phone there is a master key, was da passiert, and also auf dem Telefon ist ein Masterschlüssel. It should only run some code that has been signed with the key associated with the hardware. And then the next stage of the bootloader has a key that will verify that the next stage of the bootloader hasn't been tampered with. And weil das nächste Stück Code soll nichts machen, was ich nicht autorisiert habe. Das zu umschiffen ist natürlich wertvoll. Do that built-in unless you're Apple. Telefone sollten einen Weg haben, das zu tun.
Obviously, wenn du nicht gerade Apple bist, from attackers is aber diese Sache von einem Angriff zu unterscheiden ist really natürlich der Punkt, um den es sich dreht. Man sollte also wirklich sicher machen, dass der echte Besitzer des Telefons das Telefon entschlüsseln und unlocken kann. Wie geht es jetzt quasi darum, Verletzlichkeiten zu entdecken und zu verhindern, dass ein Angreifer Root Zugriff bekommt? Das ist ziemlich. Ja, das sollte eigentlich jeder wissen, aber vielleicht weiß nicht jeder. Aber was ist eigentlich der Punkt dabei? Na, die Sicherheitseigenschaften des Telefons sind dann, was sind eben diese Garantien, unabhängig davon, was im Kernel passiert. Also werden wir heute über Bootstorm reden. Das ist ein Werkzeug, das automatisch diese Prozesse verifiziert und Bugs entdeckt. Ich bin ein bisschen langsam, ich muss ein bisschen schneller machen. Erstmal, der Boot-Prozess in Android-Ecosystem ist ziemlich kompliziert in mehreren Schichten unterteilt. Es gibt hier den Basis-Grundlader BL0, der einen anderen Bootloader verifiziert, der wiederum mit einem anderen Bootloader wird. Der erste ist ein ROM und ist sehr klein, der zweite ist wahrscheinlich vom Hardware-Verkäufer und der dritte ist wahrscheinlich vom Betriebssystemverkäufer und die müssen alle unterschiedliche Sachen machen. Das Wichtige ist hier, das sind diese EL-Levels, sind die ARM-Exception-Levels, also die globalen Rechte-Levels. EL3 ist sozusagen der God-Mode. EL1 ist der Kernel und EL0 ist dann eben User-Space. Wenn wir booten, dann sind wir natürlich im höchsten Ausführungsmodus und gehen dann immer niedriger und geben die Kontrolle an weniger privilegierte Komponenten ab. Und ein Ding, das sie tun müssen, ist die ARM-Vertrauenszone zu etablieren, die Leuten ermöglicht, sichere Sachen zu tun auf den Android-Telefonen. Das ist etwas, das von dem BL31-Bootloader eingerichtet wird. Und in der sicheren Welt muss man eben Hardware und Peripherie initialisieren. Und in der nicht-securen Welt kann man den normalen Kernel und die normalen User Space Apps laufen lassen. Auf eigenen Telefonen gibt es einen BL33. Und das ist der, den wir in der Regel angreifen wollen. Das ist also diese Kette von Vertrauen, diese Chain of Trust. Und die nächste Ebene wird eben nur dann geladen, wenn wir wirklich sicher sind, dass das alles authentifiziert ist, also wenn wir sicher sind, was passiert. Und das ist das Entsperren, der Entsperrprozess, über den wir gesprochen haben. Also wenn du, also der Besitzer des Gerätes, möchte, dann kann man den letzten Schritt überspringen und eben zulassen, dass man auch nicht vertrauten Code auf dem Gerät ausführt. Das ist eine Sache. Das Entsperren ist, für das Entsperren braucht man eben physischen Zugriff auf das Gerät und man muss es halt wirklich besitzen. Also du musst einen PIN wissen. Das ist eben, was den Besitz von dir zertifiziert, sozusagen. Also insbesondere, wenn man durch diesen Prozess durchgeht, gibt es ein paar spezifische Flags, die sagt, das ist entsperrt, jetzt kannst du machen, was du willst, aber man muss es sicherstellen, dass es eben nur passieren kann, wenn es autorisiert ist. Es ist eben darum, worum es sich dreht. Also normalerweise ist dieser Sicherheitszustand ist kryptografisch signiert. Man kann nicht einfach Entsperren setzen, aber eben signiert von den Leuten, denen wir wirklich vertrauen. Aber im Allgemeinen sollte man eben nicht möglich sein, darauf schreiben zu können aus einem normalen User Space. Also die Frage ist, wir haben jetzt gesehen, dass Betriebssysteme sind separat vom Bootloader. Was wir machen möchten, ist, vom Android-Betriebssystem zum Bootloader zu kommen. Und kann das passieren? Natürlich, deshalb sind wir ja hier. The let's
see. Oh, I didn't realize there were animations in the slide. Ja, ich habe nicht realisiert, dass die Animationen sind. This is sort of das ist sozusagen der normale Flowchart, wie diese Dinge normalerweise passieren. Man hat einen Bootloader, der muss von einem ROM lesen, um eben muss natürlich lesen können, ob das Gerät überhaupt entsperrt ist. Es gibt sehr viele Inputs und von Intuition her sind das einfach ganz normale Eingaben in ein Programm und das kann man natürlich auf Schwachstellen untersuchen. So from the OS, you're also vom Betriebssystem kann man mit Root-Zugang eben auf diesen Speicher zugreifen. Man kann darauf schreiben. Das heißt, man hat gewissermaßen, das ist eine weitere Eingangsmöglichkeit zum Bootloader und das kann natürlich verursachen, dass man das schlechte, dass böse Dinge passieren. Also wir brauchen ein gewisses Werkzeug, um automatisch die Sicherheitsprozeduren zu verifizieren und das ist Bootstomp. Bootloader sind kompliziert. Es gibt, das muss irgendwie automatisiert werden, was so groß und kompliziert ist wie ein Bootloader, um überhaupt irgendwas finden zu können. Also Bugs, die halt existieren können. Aber für diese Dinge hat man generell keinen Quellcode. Das heißt, es wird Binäranalyse. Und man kann natürlich keine dynamische Analyse machen für etwas, das auf einem höchsten Level läuft. Außerdem muss es eben hauptsächlich sehr freistehend sein. Es gibt keine bekannten APIs und so it's a tall order, but you can Systemaufrufe, wir können das dann halt echt wirklich schwer analysieren. So Bootstomp specifically. Okay, Bootstomp im Speziellen ist ein Werkzeug, das automatically detect these inputs that we talked about to the bootloader and then it will determine wird es bestimmen, ob diese Eingaben benutzt werden können, um bestimmte Sicherheitseigenschaften zu kompromittieren. Ein Beispiel ist, man irgendwie Speicherkorruption erreichen kann oder abstraktere Formen von Verletzbarkeit, zum Beispiel Codeflows, also wenn man Daten irgendwie schreibt von einem höher priorisierten Bootloader. Und der gesamte Punkt dieser Analyse ist, dass sehr einfach verifizierbar und verfolgbar sein soll, sodass man einfach von den Ausgaben verstehen kann, was passiert ist und dass man das hoffentlich wieder reproduzieren kann. Das passiert durch symbolische. Ich kenne diesen Teil, denn ich arbeite an Wut, symbolische Ausführungsanalyse. Taint-Analyse ist irgendwie komische Worte. Was meint man denn genau? Wenn man die Quellen und Senken bestimmtes Verhaltens analysiert und statische Analysen und Heuristiken verwendet, dann kann man vielleicht, wenn man die Nachvollziehbarkeit aufhält, kann man gucken, wie man von sozusagen Taint-Quellen das Verhalten von Quellen auf das Verhalten schließen und umgekehrt. Diese Verhaltensquellen sind halt verletzbare Verhalten, also wenn man von Speicher irgendwie lesen und schreiben kann, wie man will, dann ist das ein Risiko. Und zusätzlich, wenn man die Parallelisierung steuern kann, und zusätzlich der Unlock-Mechanismus, also den Bootloader zu unlocken, specific code paths which indicate bypasses. Wenn man da zum Beispiel irgendwie Umgehungen entdecken kann, dann sind das sehr, sehr wertvolle Informationen. Das ist unsere die spezifische Architektur des Werkzeugs. Da gibt es also zwei Hauptmodule. Das große Tool, wofür keiner genug Geld ausgibt. Und das andere, das ist in Anger geschrieben.
Das für die, die Analyse. Das ist wahrscheinlich der Punkt, wo ich hier eine Live-Demo starten möchte. That's big enough. Okay. Das sollte groß genug sein. Okay. So we're working on a Huawei. Okay. Wir arbeiten daran. Here, the fast boot image. We're going to load it up behind it real quick. Image hochzuladen. Schnell mal kurz. So here Ida has understands. Oh, this is what the executable is. Okay. Hier versteht man, was das Ausführbare ist. Also ich starte jetzt mal das initiale Skript. Es wird kurz hart nachdenken und. There's no real reason this part couldn't have been done in Anger. Das ist jetzt kein Grund, warum man das nicht in Anger oder Binary Ninja oder R2 hätte machen können. Aber das ist eine Kollaboration von Leuten. Die Leute schreiben die Sachen in welchen Sprachen auch immer sie sich wohlfühlen. Okay, realistischerweise, das ist nur ein binärer Block. Also entweder es weiß nicht sofort, wo alles ist, so muss man es irgendwie dazu hinbringen, dass alle Funktionen gefunden werden. Okay, finished. And what it's done is jetzt ist es fertig. Okay, was jetzt passiert ist, we've got this taint source diese taint.sync.text-Datei, die zeigt uns all die befleckten Informationen. Und hier sind ein paar Quellen, senken. Rights to persistent storage are, and where du musst natürlich nicht alles haben, aber wo die Memory-Speicherfunktionen hinkommen und so. Und jetzt, wenn wir das ausführen, unser Taint Analysis, Bootloader Taint, da gibt es noch ein Konfigurationsfile, das ist sehr einfach. Wir analysieren das, 64-Bit Architektur, so einfaches Zeug. Das wird das ungefähr 20 Minuten machen. I hope it finishes before ich hoffe, dass es fertig ist, bevor die Demo vorbei ist. Und wenn nicht, dann werde ich Magie machen und das einfach so euch zeigen. Okay, wir haben über die Samen der Flaggen geredet und ja, die Daten, die bei dem vom Unlock-Prozess genutzt werden. Am Anfang habe ich darüber erzählt, dass wir über der EMMC ist ein spezielles Speichermodul, das eben für einen Bootloader für sichere Sachen benutzt werden. Man kann jetzt eben diese Log-Meldungen identifizieren und also diese Funktion muss also die Lesefunktion sein. Das ist relativ simpel. Und es funktioniert überraschend oft. Natürlich, wenn das nicht genug ist, dann können wir uns einfach natürlich manuell anschauen. Oh ja, hier ist, wo wir aus dem Speicher lesen, das ist das, was wir eben verderben müssen, also taint. Also die Taint-Analyse ist spezifisch symbolisch. Das ist also nicht nur etwas, was Triton tut. Man hat also keine konkrete Metadaten, sondern so ein wirkliches Symbol für symbolische Ausführung. Wenn ihr euch damit nicht auskennt, das ist eine Art von statischer Analyse, in der man den Code emuliert, aber anstelle von Werten zu haben, für einige Sachen, man hat einfach Symbole. Und wenn man dann Operationen auf diesen Symbolen ausführt, dann hat man einen abstrakten Syntaxbaum des Verhaltens und dann kommt man auf Branch-Bedingungen. Und dann sagt man, um von A nach B zu kommen, muss diese Beschränkung eben erfüllt sein. Und natürlich kann man einfach Z3 hinzufügen und umrühren. Zu dieser Senken von diesen Makeln, von diesem Taint zu besprechen. Das ist das Parameter für Memcopy. Das ist, will jetzt nicht sagen, dass es die Taint-Daten ist eine der Werten, die an Memcopy übergeben werden. Und das ist eben eine Speicherkorruption im Allgemeinen. Wir haben darüber jetzt gesprochen.
Um jetzt diese Taint-Überprüfung zu machen. Ja, das ist genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Während ich über dieses Symbol und Spurenanalyse gesprochen habe, wenn man etwas sieht, dann hat man automatisch eben den Input, den der dieses Verhalten erzeugen wird. Also das Verhalten ist nachvollziehbar. Leider gibt es da ein paar Probleme. Ich war beim CCC vor 2 Jahren und habe über das genaue Problem gesprochen. Es gibt da dieses Problem, wenn man, wir generieren Pads zwischen different Zuständen und es können einfach zu viele sein und das überwältigt eben deine Analyse. Also man kann ein paar Heuristiken benutzen. Okay, also wir wollen zum Beispiel, weil es eben statisch ist, müssen wir eben nicht die Funktion analysieren, aber einfach den Instruction Pointer nehmen und woanders hin verschieben. Das macht ein paar Probleme, aber das ist kein Problem, wenn man davon ausgeht, aber man akzeptiert es einfach. Also Limit Loop ist klassische Analyse und Timeout natürlich. Was sind also die Bugs, die wir gefunden haben? Wir haben das auf 4 Bootern untersucht. Wir haben mehrere Bugs gefunden und 6 davon waren Zero Days und das ist ziemlich gut. Aber okay, wir haben ein paar Bugs gefunden, aber es können natürlich einfach so ein paar Initialisierungsfehler sein, die nichts ausmachen, aber man kann es natürlich crashen lassen. So haben wir jetzt gesehen, dass ein Teil des Bootloaders arbeitet am EL3. Man kann also alles Mögliche machen, wenn man eben genug Kontrolle über das hat. Das wäre also Rootkit-Bereich. Es gibt dann aber noch einen anderen Teil in dieser Analyse, das können wir eben Umgehungen finden für diese Entsperrprozedur. Das ist eine dieser, die wir gefunden haben. Und die sagt, dass es gibt diesen Fluss von Daten, die gelesen wurde vom Gerät, zu Daten, die geschrieben wurden auf das Gerät. Was dieser Code tun soll, ist, es nimmt einen Input und verifiziert, dass es auf einen gewissen Wert hasht. Und wenn dann hash es nochmal und schreib es zurück auf das Gerät. Jedoch, das, was wir schreiben, ist damit verglichen, was gelesen wurde von dem Speicher. Also das, was Bootstrap portiert hat, ist der Codefluss von Disk zu Disk zurück. Also wenn du von der Platte lesen kannst, dann kannst du da auch hinschreiben. Das solltest du eigentlich kennen, aber das ist unsicher. Die Sache, die Google macht, um diese Sachen zu verhindern, wenn der Entschlüsselungsschlüssel, wenn er, der hat den entsperrten Zustand in sich. Also wenn man da reinkommt, dann hat man das gesamte Telefon kaputt gemacht, alle Daten. Das ist immer noch nicht wirklich gut genug, aber realistischerweise sollten wir mehr Vertrauen, also Speicher mit höherem Vertrauen haben und nicht, also das sollte wahrscheinlich Teil des EMMC sein, also Wiederholungsangriff geschützten Speicher, so dass man irgendwie nicht das Schreiben in diesen Speicher ein authentifizierter Prozess ist, so dass nur der Bootloader das entschlüsseln kann. Aber das würde natürlich nicht gegen Speicherkorruptionsangriffe schützen. Also auf jeden Fall ist es ein echt ernstzunehmendes Problem. Okay, die Zusammenfassung ist, all diese Fehler wurden reportet und gefixt. Wir haben automatische Technik, um Bootloader zu analysieren und wir haben da echt 6 Schwachstellen gefunden und unsere Implementierung ist Open Source. Ich werde Fragen entgegennehmen und bedanke mich fürs Zuhören.
Well, thank you very much. That's quite amazing. Not that I understood everything, but okay, we'll be taking some questions. Also, wir nehmen jetzt ein paar Fragen an von Leuten, die das verstanden haben, worum wir geredet haben. Yeah, question, please. Thank you very much. Vielen Dank für den Vortrag. Talk into the mic, otherwise yeah. We can't record it. Okay. Thank you very much for that work. That was really cool. Your mitigations didn't include writing the code better. Do you think it's possible? Ist es möglich, den Code so zu schreiben, dass man die Werkzeuge es eben auch analysieren können und das sicher wird? Oder jetzt noch nicht? Also es gibt natürlich Sachen, die man sagen kann, dass die Leute Open Source machen. Normalerweise macht man Analyse auf Code. Es ist normalerweise sehr viel besser definiert als Analysen von binärem Code. Man kann zumindest die Sachen in Sprachen schreiben, die sicherer sind als C. Also ich weiß nicht, ob es sicher ist, über Rust zu sprechen, aber Rust ist cool. Es gibt auf jeden Fall viele Sachen, die man machen kann. Ich verstehe gerade, dass ich die Live-Demo nicht gezeigt habe, die automatische Analyse. Es ist immer noch am Laufen, es ist nicht rechtzeitig fertig geworden, also ich mache jetzt Magie und dann haben wir Ergebnisse. Und das ist das hier. Vielen Dank. Hier ist eine der Analyseergebnisse. Wir haben herausgefunden, an diesem Ort eine befleckte Variable, aber mit dem Offset 261. Das wurde als Pointer verwendet und das war einen langen, diesem Pfad folgend. Okay, da ist eine Schwachstelle, die ich für euch entdeckt habe. Okay, wir können weiter mit der Diskussion machen. No question from the internet. Es gibt keine Fragen aus dem Internet. Gibt es noch weitere Fragen? One question. Go ahead. Hier noch eine Frage? You said that the bugs you found, du sagtest, dass die Bugs, die gefunden wurden, mitgeteilt. Wurden sie wirklich gefixt oder wurde einfach gesagt, ja, wir fixen das in zukünftigen Geräten? Ich wünschte, ich wüsste die Antwort für diese Frage. Ich war nicht dabei, als ich darüber gesprochen habe. Ich kann da leider nichts zu sagen. Es war nur eine Folie auf dem Vortrag, die ich gegeben habe. Ich hoffe, sie würden wirklich verantwortungsvoll disclosed. Aber es ist natürlich auch schwierig, Updates an den Bootloader zu bringen. Okay, any more questions? Okay, so let's conclude this talk. People, when you leave the hall, please take all your stuff with you, your bottles, your cups. Und damit verabschieden sich aus der Kabine, aus der Übersetzerkabine, Pete Priority und Mr. Bronze. Sie hörten Bootstomp. Bitte wende dich mit Feedback an @c3lingo oder #c3